So, willkommen zu einem späten Stream. Huch. Doppelt. Doppelt gemoppelt. Ja, ich hatte noch Probleme mit OBS, sonst wäre ich schon früher da gewesen. Anscheinend hat sich mein ist mein Token abgelaufen oder so. Also dieser, man muss alle 30 Tage sich neu anmelden. Um wieder mit Twitch verbunden zu sein, sozusagen. Und das ist irgendwie abgelaufen und ich habe aber keine Meldung bekommen, dass es abgelaufen ist. Und von daher habe ich jetzt war ich erstmal auf Fehlersuche. Aber am Ende hat es geholfen, sich einmal zu mit vom Twitch-Konto zu trennen und wieder neu zu verbinden. Ja, ist schon wieder Mittwoch, Tyrawal. Genau, ich bin ein bisschen spät dran. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ich sitze eigentlich seit gestern Abend hier und versuche das zu fixen. Tyrawal, danke dir. Danke für das Willkommensgeschenk. Was hängt denn da runter? Da hängt ein Kabel runter. Das hat die Alex aufgeräumt hier. Okay. Ja, dann starten wir mal direkt rein. Wie geht's, Tyrawal? Alles gut? Habe ich hier so ein Urlaub. Oh. Nee, kein neues Spiel. Sehr schön. Ich habe auch bald Urlaub. Ab nächster Woche Mittwoch. Wird kein Mittwochstream geben. Bei mir. Weil da bin ich schon nicht mehr da. Ist recht dunkel mit dem Licht da über mir. Aber. Geht schon, denke ich. Genau, aber eine Woche ist noch. Dieses Jahr, na, ich war ja schon in Frankreich und also in Paris, in Disneyland, Euro Disneyland und in Wien. Vor den Sommerferien. Und jetzt geht's nochmal nach Dänemark und Schweden. Genau. Also dieses Mal nicht, dieses Jahr nicht so weit. Genau, dunkel. So wie mein Bild hier. Ob ich das hier doch reinstecke. Hier sieht man den Stecker da, das Kabel noch besser. Genau, wir haben so einen kleinen Kreis geplant, so über Hamburg aufs dänische Festland und dann rüber über die Insel auf die andere Insel, wo Kopenhagen drauf ist, dann über die Brücke nach Schweden. Und dann mit der Fähre wieder zurück. Und zwischendurch halt immer schön stoppen und sich die Gegend angucken. Und in Kopenhagen dann auch noch ein bisschen länger. Genau. Ja. Hier ist ja schon alles vorbereitet. Hatte ich ja. Genau. Tyrawal von Trelleborg. Nach Rostock. Glaube ich zumindest. Wenn Trelleborg im Süden von Schweden ist. Aber ich glaube ja. Genau. TT-Line, richtig. Richtig. Ich glaube, die ist es. Ja, alles vorbereitet, um den ersten Fuß nach Cambria zu setzen. Jetzt bin ich gespannt, wer zuerst
ankommt, ob die der Laster zuerst hier ankommt oder die Truppe aus den Söldnern zuerst in Cambria ankommt. Eigentlich, so schnell sollte der Laster eigentlich nicht sein, denke ich mal. Schauen wir mal. Okay, lass ich die Zeit vergehen. Verdammt schnell, ne? Haben uns fast eingeholt. Oh, im Feuer gibt's noch Post. Solderhöhung. Ach so, ja, das ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Kann ich ja gleich mal zahlen, weil ich habe gerade Geld. Gut, gut. Ich muss Ihnen unsere Dankbarkeit ausdrücken. Ihre fortwährende Unterstützung. Er sagt, dass sie wieder expandieren. Muss ich gleich mal in die Liste gucken. Ich danke Ihnen vielmals. Lurie ist noch der Beste. Also der Letzte, nicht der Beste. Aber er ist tatsächlich auch der Beste unter denen, die bisher bei MIRC verfügbar sind. Geht's Larry noch gut? Ist er noch fit? Ja. Eigentlich soll ja Larry dazu auch und hier noch mitmachen in dem Team. Derjenigen, die jetzt in der Nacht. Oh, es wird eine Night Ops Geschichte in Cambria ankommen. Bin ich jetzt nicht so richtig. Aber ist schon okay, denke ich. Schon okay. Genau. Machen wir das. Nachtkampf. Mal wieder. Dieses Mal ohne Unterstützung durch Milizen, aber eine Reihe hervorragender Söldner. Ich bin angekommen, Mann. Schau. Könnte fast jetzt noch hinterherfahren. Kommen die vielleicht während des Kampfes an? Aber Quatsch. Genau, also Larry wollte ich ja hier eigentlich gerne absetzen, damit er da auch noch hinübergeht, dazugeht. Der hat auch noch Waffen dabei, die er verkaufen wollte. Ja, gut. Also die ich mit den anderen verkaufen wollte. Ich glaube, ich habe alles vollgefüllt. Ne, auch den Laster und alles. Wo ist denn jetzt der Laster? Muss doch hier sein, wo die sind. Nee, es ist. Mein Gott, ich will den Laster anwählen. Laster. Ja, ist komplett voll. Ja gut, dann macht es Sinn, jetzt nochmal drüber zu fahren. Ja, was soll's. Oder ich lasse den ganzen Kram hier und laufe rüber. Mit Larry. Könnte sein, dass Larry dann quasi während des Kampfes da langsam hinterherläuft, sozusagen. Ganze Munition. Jetzt nicht zu seinem Equipment gehört, die kann jetzt hier alles noch hier gelassen werden. Und die Waffen, okay. Gut, dann fährt der Rest jetzt weiter. Mais oui. Und Larry geht einfach mal hinterher. Ja, Mann, so. Der kommt dann später an. Larry hat wahrscheinlich kein Nachtsichtgerät. Nee.
Aber ist jetzt erstmal okay. Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. So, wir wissen nichts. Ah, es ist ein... War ich mir gar nicht mehr darüber bewusst, was das jetzt für ein Sektor ist, der jetzt hier kommt. Das ist ein dörflicher Sektor. Hier auf dem Dach könnte man... Das Dach könnte man raufklettern. Macht aber wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn. Was jetzt ganz gut aussieht, ist, glaube ich, die Position hier oben. Vielleicht hier so hinter den Steinen und hier. Dann könnte ich hier das Licht ausnutzen, was die Häuser abstrahlen. Und könnte dann die Gegner hier schon frühzeitig sehen. Dazu müsste ich hier mich da oben entlang durchschleichen. Würde einfach alle da absetzen und hoffe, dass hier nicht direkt Gegner stehen. Ich räume das nochmal. Und setze sie einfach noch weiter oben ab und gehe dann langsam runter, würde ich sagen. Hier sollte eigentlich niemand sein. Nichts drin? Hallo, Anni. Na? Bist du noch wach? So, wenn wir gleich mal in dem... Ja. Ja. Und alle leise. Oh, Rucksäcke ablegen. Wie immer vergessen. ja. Dass ich mir das nicht mal irgendwann merken kann. Shift B. Easy. Genau. Larry würde dann allerdings hier ankommen, schätze ich, als Nachzügler. Noch jemand? So, ich schalte nur zwischen den beiden hin und her. Ist gar nicht so verkehrt, die schweren Sachen hier noch abzulegen. Er kann das tragen. Aber Ira ist ganz schön überladen. Immer noch. Hat halt auch wirklich schwere schwere Ausrüstung. Die muss echt mal ein bisschen an Kraft gewinnen. Nicht mehr lange. Ja, schön, dass du noch trotzdem noch reinschaust. Geht's dir auch gut? Ja. Ja. Okay. Vielleicht geht's ja auch direkt ins Bett bei dir. Achso, die Sichtgeräte sollte ich noch überprüfen. Da gibt's ja auch eine Tastenkombination. Shift N. Na, sehen sie alle noch ein bisschen besser? So, und jetzt würde ich mal die Gruppe trennen. Vielleicht machen wir das sogar ja anhand der Gruppen. Yep. Trevor und Chris, die nach drüben gehen. Ja. Yeah. Und der diese Steine. Ja. Ja. Die hier unten. Okay. Bleiben. Hier. Yep. Alles klar. Ja, stimmt. Das ist auch ganz angenehm, dass es gerade auf Arbeit nicht so viel los ist. Yep. Ne? Finde ich auch. Finde ich auch. Hier. Aber ich habe auch gerade schon zum Thürerwal gesagt. Thürerwal sagt, er hat Urlaub. Und ich ja auch dann ab nächster Woche Mittwoch. Ja.
Ja. So, niemand zu sehen. Dabei ist hier so eine... so ein gutes Sichtfeld. Weil so richtig gut ist es gar nicht, sehe ich gerade. Die haben gar nichts davon. Bisher, dass da unten Licht brennt. Den Kegel können sie noch gar nicht einsehen. Ja. Wir verreisen wohl zusammen, ja? Genau. Hier. Häuserkampf hier. Ja. Hier. Nee, ich sehe noch nix. Nicht so ideal. Ja, in Lübeck komme ich wahrscheinlich auch vorbei, an Lübeck. Können wir losfahren? Ja. Ich mache jetzt mal einen kleinen Vorstoß mit Fox bis hierhin, um zu gucken, ob die Sichtlage sich verbessert, wenn sie da vorne ist. Ob sie dann... Ah ja, tatsächlich. Hier sieht sie dann auf einmal gut. Ja, vielleicht sollte ich das auch nutzen. Und dorthin gehen. Ja. Weil ich kann ja versuchen, die Gegner rauszulocken mit einem Schuss. Und, bin bereit. Also ich habe Nachtsichtgeräte und dann kommen die zusätzlich noch hier in den, in das Licht rein. Von daher ist es, glaube ich, nicht schlecht, dort zu stehen. Und sonst... Ja. Kann ich halt hier auf den Seiten noch Leute positionieren, die dann um die Ecken gucken, sozusagen, und er sieht hier auch schon viel besser. Und gucken, dass niemand von den anderen Seiten der Häuser kommt. Ja. Trevor vielleicht hier. So. Nein, 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 Trevor, du sahst doch schon sehr gut. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob wir das können. Ich denke mal, es wird zeitlich... Ja, oder ich gehe sogar hier um die Ecke. Hinter das Haus. Dahin. Ja, hier ist ein bisschen gefährlich, dass ich... Aber eigentlich dürfte mich da niemand sehen. Ich sehe hier noch Gegner, falls die hier durch das Licht laufen. Ist auch noch ganz cool eigentlich. Ja. Und alle anderen positioniere ich jetzt so, dass sie hier was von haben. Bin bereit? Ja. Ja, super. Ja. Richtig schöner, langer Lichtkegel.
Okay. Ja. Okay. Ja. Werden ja dann wahrscheinlich so von dort kommen. Stelle ich ein bisschen weiter nach hinten. Box bleibt vorn. Hier. Ja, vielleicht. Ja, wobei, da sieht er nicht gut. Ja, ich werde mal noch Hamus mit Ira tauschen. Yep. Ich möchte ja, dass Ira weiter gut Erfahrung macht hier. Hier, alles klar. Da. Bin bereit. Hier. Okay. Würde ich sagen. Ja. Yep. Oh nein. Will, dass die hier alle schon bin bereit. Richtig schön bereit liegen. Hier. Ja. Und möglichst wenig Aktionspunkte hier brauchen, wenn es losgeht. Bei ja. Dimitri kann ich noch einmal rüberrollen. Bin nicht so dicht zusammenliegen, vielleicht noch ein zweites Mal. Hier. Und Chris einmal nach da. Ah. Geht so. Okay. Yep. So, denke. Wir sind bereit. Ein Lockschuss. Ich hoffe, es kommt jemand. Geräusch. Ich höre was. Die Armee. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Bin bereit. Yep. Ira sieht ihn schon ganz wunderbar. Bin bereit. Fox nicht wegen des Baumstamms da. Yep. Wahrscheinlich sieht er uns überhaupt nicht. Das war clever. Das war natürlich clever. Ja. Jetzt liegt da ein Knicklicht, glaube ich. Ira hat keinen Schaden bekommen, aber bin bereit. Ich glaube, das hier ist es. Das Helle. Ich weiß nicht, ob man Fox sieht. Kann aber gut sein. Mal ein bisschen raus mit ihr. So, mal schauen, was passiert. Vielleicht muss ich da nochmal neu laden. Das haben sie gut gemacht. Shit. Bin bereit. Aber sie sind schlecht ausgerüstet. Ja. Die haben nur schwache Pistolen anscheinend.
Dass sie nicht durch meine Rüstung kommen, hier von Ira. Und wenn der jetzt nochmal kommt, dann wird wahrscheinlich Hamus eine Unterbrechung bekommen. Wird mal mit Trevor auch nach unten zielen. Damit er auch die Gelegenheit bekommt. Ich hoffe, es kommt niemand von oben. Was war das? Ja. So, Trevor und Hamus haben eine Unterbrechung bekommen. Lass erstmal Hamus ziehen. Okay, Feuerstoß. Oh, der war schlecht, Hamus. Adios, rotten man. Okay. So, jetzt kommt noch mehr. Der ist der von Ira schon getroffen wurde. Ich hoffe, meine Ohren funken mir was vor. Ist natürlich jetzt Quatsch, dass sie hier auf Stealth noch sind. Außer vielleicht Trevor, der da oben hoffentlich noch nicht gesehen wurde. Hier. Ja. Ja. Kommt noch jemand aus der Richtung? Noch nicht weit genug dran. Oh. Die haben mich festgenagelt. Wow, fucking hell. Unterbrechung hat Dimitri, Mad Dog und Trevor. Okay, durch das Knicklicht ist Fox anscheinend auch noch zu sehen. Yep. Dimitri, Mad Dog und Trevor, okay. Fangen wir mal hier an. Oder? Ja, eigentlich ist es Quatsch. Sollte ich lieber Trevor von oben. Ihn einfach ausschalten lassen. Right on. So, jetzt ist seine Position auch verraten. Ich höre ein Geräusch. Ja. Bin bereit. Und Fox. Ist da auch nicht mehr sicher, nicht mehr wirklich. Könnte ein bisschen nach vorne gehen, um Deckung hinter dem Baumstamm zu haben. Mal gucken, was das bringt. Alles noch nicht weiter wild? Wow, fucking hell. Nee. Er wird weiterhin gesehen. Der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Was war das? Yeah. Bin bereit. Ich hol jetzt trotzdem Fox hier raus. Toll. So, jetzt erstmal hier sich verarzten. Gleich. Und ich hoffe, Chris wird nicht mehr gesehen durch das Knicklicht hier. Ich weiß es aber nicht. Oh. Hier. Ja, und was schon war das? Sind die gestorben.
Wobei, der hier ist gestorben, der lebt noch. Bin bereit. Verbinden ging schnell. Oh, ich sehe etwas. Der hat ganz schön viel fallen lassen. Hier ist noch Bewegung. Hier. Yep. Trevor sieht da aber leider trotzdem nichts. Hier bleibt recht viel Bewegung. Ich werde mal mit Ira durchs Fenster gucken. Hier ist nämlich eins. Gucken, was sie so sehen kann. Wenig. Bisschen was aber schon. Insbesondere ins Haus kann sie ganz gut reingucken gerade. Wenn hier jemand stehend langläuft, würde sie den sogar sehen. Aber jetzt tut sich nichts mehr. Daher würde ich mal hier. Ich glaube, das Knicklicht ist weg. Auf jeden Fall der Leuchtfleck nicht mehr da. Bin bereit. Ja. Ist weg. Also gehe ich wieder auf die Position. Speichere nochmal. Versuche noch einen Lockschuss. Dann noch jemand kommt. Nee, der Plan ist ja, wenn wir in den Urlaub fahren, am ersten Was war das? Tag bis nach Hamburg zu fahren und dort ins Musical zu gehen. Na, wahrscheinlich werden wir die Eiskönigin sehen. Ja. Weil natürlich meine Tochter Fan davon ist. Und ich weiß es. Ja, genau, Samson. Hi. Guten Abend dir. Okay, wir haben jetzt hier schon mal. Das ist echt. Also sieht sie nicht besser. So sieht sie noch besser. Gegenüber in Hamburg, gegenüber von. Vom Eiskönigin Theater oder was? Hier. Okay, es tut sich nichts. Ich höre ein Geräusch. Ja, alle hören was von dort. Aber gesehen wird nichts am Ende. Nee, es dauert. Hallo Burst, guten Abend. Schau, ich bin in Cambria. Also, wenn ich Cambria befreit habe, dann habe ich die Hälfte, würde ich sagen, oder? Naja, eigentlich, naja, da sind halt noch drei große Städte.
Und ein paar andere Sachen noch. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ich höre ein Geräusch. Also es ist immer noch viel zu tun. Also für Jagged Alliance 3 noch keine Zeit gekommen. Ja. Okay. Andere Idee. Ich nehme mal Chris hier raus. Lass ihn hier rüber schleichen. Ich höre ein Geräusch. Nimm vielleicht Ayra mit. Hat die jetzt ein Fernrohr da? Ne, die hat immer noch kein Fernrohr. Nur für ihre AK. Ja, aber ich nehme trotzdem Ayra mit. Ist gut. Und lass die mal von hier aus gucken, aus dieser Position, hier die Lichter entlang, ob sie da noch mehr erkennen können. Insbesondere wenn Chris da mit dem ich hoffe, meine Ohren funken mir was vor. Zielfernrohr guckt. Ja. Mal Trevor wieder eher so gucken, falls hier doch jemand kommt. Ja. Gefängnis, Labor und die Bloodcat-Höhle? Verstanden. So Sachen halt. Ist gut. Ist gut. Okay. Nicht ganz nebeneinander liegen. Hier. So, jetzt sieht Chris zwar die beiden Eingänge ganz gut hier, aber sonst hilft es jetzt auch nicht so doll. Okay. Hilft auch nicht so doll, mit dem Fernrohr zu gucken. Könnt ihr jetzt nochmal schießen? Ja. Ein Lockschuss machen? Gucken, was passiert. Das ist ein Freizeitpark in Hamburg. Hamburg Dungeon? Wobei, Berlin Dungeon gibt es doch auch, oder? Das ist doch so eine Kette sogar. Meine ich. Hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. So, Hier. Ich kann, glaube ich, auch nicht wirklich im Dunkeln bleiben. Okay, ich versuche es nochmal, wenn ich jetzt hier lang schleiche vielleicht und hier nach unten gucke. Also in dieser Linie hier, ob ich da was sehen kann. Alles klar. Hier. Sieht nicht gut aus. Was ist das? Okay, jetzt sieht er hier halt gut nach da vorne, aber
Ja, Miniature Wunderland muss natürlich auch sein, ne? Ach Gott. Ausgebucht, Wochen vorher. Oh, stimmt. Und es sind Ferien. Es sei denn, man wollte um 23 Uhr rein. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, ist gut. Okay, hilft nichts. Wir müssen weiter vor. Da ist erstmal jetzt. Nicht weiter wild, aber ich glaube, hier ist ziemlich dunkel. Chris so mittig lang krabbelt. Und jetzt nochmal hier. Ich höre ein Geräusch. Keine, erstmal auf Toilette geworden. Ja, aber immer noch nichts zu sehen dort. Und ich habe jetzt fast das Gefühl, dass das hier ein Zivilist ist, der hier immer wieder hin und her läuft. Auch weil ja nichts passiert. Wie habe ich jetzt getötet? 1, 2, 3. Ich glaube 4 oder 5 müssten es sein, die ich erwischt habe. Ich glaube, es haben auch alle Nachtsichtgeräte außer Moose. Ja. Ja. Der Mad Dog hat auch keins. Stimmt. Da könnte ich hier trotzdem ganz gut schießen. Ja. Ja. Ja gut, dann ziehen wir jetzt trotzdem hier ein Stück weit vor. Ach so. Geht auch mit allen. Ob hier. Okay. Runter. Ja. Ja. Jemand ist. Scheint. Man zu sehen. Ich würde vermuten, das ist ein Zivilist. Okay. Der sich da bewegt hat. Den wir jetzt auch nicht sehen. Ich versuche jetzt mal mit den anderen hier rumzugehen und hier runter zu gucken. Hier müssten sie ja eigentlich auch einen ganz guten Blick haben. An diesem Licht sozusagen. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Südosten? Kann schon sein. Oder da sind wieder Zivilisten in dem Haus. Kann auch sein. Hat Ira an Kraft gewonnen, sehr gut. Okay. Weil die arme Ira. Oh. Gut, da müssen wir nochmal laden. Die Armee. Ich wusste, ja, dass wir früher oder später auf Todesfalle. Jetzt würden. sind alle betäubt. So, dann sollen sie mal kommen. Ja. Kann ja sein, dass sie hier an der Straße noch stehen.
Hier. Das sieht einfach schlecht. Könnte halt mit ihm noch weiter weg von diesem Licht und weiter nach vorne. Aber da so ganz alleine ist halt auch super gefährlich. Von Osten. Ja, das wird im Haus sein. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Ja. Okay, und sie... Bin bereit? Er sieht mich auch schon. Anscheinend. Aber nichts zur Sache. Ja. Der kriegt immer nicht seine Pistole aus dem Holster, doch. Kriegt er, sah nur so aus. Hier. Das war jetzt komplett mit... Kriegst du nicht wieder rein. Irgendwas ist mit seinem Holster kaputt. Genau, das war jetzt komplett mit Stealth, weil alle Waffen, die benutzt wurden, einen Schalldämpfer drauf haben. Das war jetzt mehr oder weniger Zufall, weil ich habe da nicht drauf geachtet bei seiner Pistole. Aber, ja. Dadurch sind vielleicht die anderen nicht alarmiert. Yep. Schauen wir mal, was passiert. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Yep. Haben die da einen... Bin bereit. Immer Fox. Haben die da Knicklicht reingeworfen? Was? Oh nee. Ich hab doch gerade gespeichert, kurz davor, oder? Ist gut. Bin verwirrt. Ist gut. Ich habe doch, als ich hier Ira abgelegt habe, gespeichert. Bin mir 100% sicher, okay. Aber anscheinend nicht. Naja. Was war das? Bin bereit? Geräusche. Ja. Meine Ohren spielen mir was vor, glaube ich. Okay, also sie sind direkt hier. Ja. Ich weiß noch nicht wo. Geräusche. Ich hoffe, meine Ohren flunkern mir was vor. Flunkern mir was vor. Ja. Irgendjemand... Bin bereit. Von ihnen Knicklicht. Fox hat eins. Ich höre was. Trevor hat eins. Leise von Südosten. Ich
könnte mal... Okay, es geht los. Okay, es geht schon los. Dann... Ja? Kümmern wir mal uns um den. Dieses Mal nicht leise. Ja. Yep. Bisschen verteilen. Okay. Bin bereit. Yep. Jetzt will ich auch das Knicklicht dahin werfen, aber ich glaube, hier unten wäre es angebrachter. Okay, niemand zu sehen. Bin bereit. Oh, Fox bekommt eine Unterbrechung. Bin bereit. Gut. Ich hoffe, meine Ohren flunkern mir was vor. Psst, ja. Geräusche. Ich hoffe, meine Ohren flunkern mir was vor. Ja. 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 Mal nichts zu sehen. Ja. Yep. Mhm. Ja. Dort soll jemand sein. Ich hoffe, meine Ohren flunkern mir was vor. Ja. Hier. Beiden? Hier. Sehen erstmal immer noch nichts. Okay. Versuch sie mal dort wieder näher ranzubringen. Ja, okay. Übelist. Was siehst du, Ira? Hier. Da noch was, Chris? Oh, einen kleinen Punkt. Ich hoffe, meine Ohren flunkern mir was vor. Fürchte nicht. Yep. So, das Knicklicht ist wieder weg. Ja, yep. Schleichen wir uns vor. Es ist Feind. Wir angreifen müssen.
Die waren doch nicht alle im Schleichmodus. Doch gerade da jemand tapsen gehört. Ja. Ja, zum Beispiel Dimitri ist nicht im Schleichmodus. Ja. Ja. Aus. Ein, jetzt ist es für Fox aus. Ach so, weil es ein Toggle ist wahrscheinlich. Ja. 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 Geht's für die aus, ja, die gerade anhaben und die für die anderen an, die es gerade aushaben. Ja gut. Natürlich etwas gefährlich. Bleibt mal dichter zusammen. Hier unten ist einer. Okay. Alright. Vielleicht nicht unbedingt der ohne. Ja, ja. Yep. Okay. Nachtsichtgerät vorgehen. Yeah. Alright. Auch wenn er ein guter Schleicher ist. Nichts zu sehen. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay, da kann sich Chris jetzt drum kümmern, aber wahrscheinlich auch einfach mit der... Oh, doch nicht. Interessant. Geht doch nur mit dem Scharfschützengewehr. Oh. Yep. Hier. Yep. Yep. Hier. Sicherlich sieht er mich noch nicht. Sie hat ihn doch gesehen. Sie hätte nur mal in die Richtung zielen müssen. Okay. Gut. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Verdammt. So, der hat sich jetzt hier auch den Gegnern gezeigt. Also seinen Gegnern natürlich. Ja. 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 Siehst du ihn nicht, Dimitri? Such's mal trotzdem. Na super. Ja. Ich schaue übrigens zwischendurch immer mal wieder auf Rise of Cultures wegen der. Bin bereit. Schatzjagd. Banditenjagd. Yep. So, der stirbt, der ist also egal. Rotten Man immer noch hier. Immer noch da, wo auch immer sie sein mögen. Ja. 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 Ich höre was. Wer lacht diese Geräusche? Psst, Geräusche. Von Osten? Ja. Okay. Fox von Osten war das letzte. Könnte sein, dass ich jetzt gleich einen Treffer bekomme. Mal gucken, was passiert. Okay. Das passiert, aber das war nicht Osten. Bin bereit.
Es war beim besten Willen nicht Osten. GG gemacht. Sehr gut. Ja. Denen reiße ich mit bloßen Händen die Gedärme aus dem Leib. Der schon so geplant. Mit der dicken Granate. Ja. Dass er mich sieht. Aber der wird auch ein Nachtsichtgerät haben. Und hocken oder so. Okay. Ah. Es geht los. Das hilft dann schon. Na, er hat leider kein Nachtsichtgerät. Ist jetzt nicht, ob der... Ja, jetzt gibt er erstmal Ruhe. Aber es kann gut sein, dass er gleich wieder schießt. Ja. Auf jeden Fall wird er jetzt nicht die Unterbrechung bekommen. Weil er ja auf dem Boden liegt. Ja. 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 So, mal gucken, was jetzt passiert. Er wirft sie immer noch. Im Sitzen. Ja. Oder da ist noch jemand. Okay, es geht los. So, was wir jetzt machen? Ich mach's mal hell da drüben. Hell ist gut. So krass habe ich mir das gar nicht vorgestellt mit dem Feuer, mit dem Molotow-Cocktail. Aber ich sehe jetzt nicht, dass der irgendwie Helligkeit erzeugt. In dem Bereich, obwohl der es eigentlich müsste. Okay. Weiß nicht, das ist anscheinend nicht richtig programmiert. Hier müsste ja jetzt eigentlich, naja, hier vielleicht. So ein bisschen. Ja. Eigentlich müsste ja rund um den Bereich das erleuchtet sein. Ja. So, jetzt wird er aber nicht noch eine Granate aus dem Feuer werfen, hoffe ich. Ja. Das nicht, aber er hat eine Kugel auf Grizzly geschossen, die auch Dimitri getroffen hat. Die ging direkt durch Grizzly durch. Sollte reichen. Ja. So, und eigentlich müsste Mr. Moose den super sehen. Sehr seltsam, dass er ihn nicht sieht. Er kann auch nicht zielen. Gezielte Schüsse dahin. Steht doch direkt vor einem.
Grizzly leise von Südwesten, also auch von hier. Nee, ist tatsächlich nicht richtig programmiert, der Molotow-Cocktail. Der macht kein Licht. Leider habe ich auch nicht die neueste Version von 1.13. Würde es vielleicht gehen. Schade eigentlich, wäre auch ziemlich nice, wenn jetzt hier so ein riesen Lichtkegel auch noch wäre. So um das Feuer rum. Ja. Bin bereit? Ja. Yep. Bin bereit? Ja, Fox muss kurz Behandlung übernehmen. Erledigt. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Kann alles gut sein. Ja. Ja. Shh, Geräusche. Ja. 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 Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ja. Ja. Yep. Ja, sieht nicht besser. C ist das Ganze. Hier war anscheinend jemand drin in der Hütte. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Leise von Südwesten kann schon noch sehr weit hinten sein. Geil, wir versuchen es jetzt. Okay. Den aufzuspüren. Okay. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Da ist er. Hab dich, du Hundswort. Jetzt kurz ein Prozess. Ja. Ja. In die anderen Richtungen absichern. Ja. Willst du jetzt angestürmt kommen. Richtiges gehört. Chris von Norden, Trevor von Süden. Das könnte der gleiche gewesen sein. Näher bei Trevor. Yep. Kann natürlich auch ein Zivilist gewesen sein. Weit sind sie sicher nicht weg. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier. Ja. Okay. Hier. Alles klar. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ja. Den sieht sie nicht. Aber Chris sieht ihn. Ich hoffe, dieses Mal trifft er ihn auch gut.
gemacht, ja. Und das war der letzte. Okay. Sehr schön. Dann versammelt euch mal. Okay. Gibt Häuser hier, die sind okay. Darin wohnen Doktoren. Doktoren sind sehr kluge Leute. Danke, Dimitri. Nichts drin? Nichts drin? Nichts drin? Müssen wir untersuchen auf Fallen. Keine Falle. All right on. Ist was drin? Ne, wir nehmen das nicht raus. Ich wollte hier in den nächsten Raum gehen. Da ist nichts drin, aber ein Named ist da drin. Und noch wach. Er hat nicht so viel Führungsqualität. Das lassen wir Chris machen. Mit alles klar. 55 dürfte er inzwischen der Höchste sein. Vielleicht ist das ein Doktor. Right on. Ich komme jetzt erstmal in der Nacht in die Gebäude rein. Von den Leuten. So, den Schrank kann man nicht aufmachen, weil da kein Weg hinführt. Nichts drin? Tja, nichts drin. Right on. Lieber nichts Arak. Drin? Kann man nichts machen. Nichts drin? Nichts drin? In den meisten Fällen ist einfach nichts drin. Nichts drin? Hier. Verstanden. So, wer bist du denn? Hi. Hi. Annie. Verdammt leer, ja. Ihr solltet einfach das ganze verdammte Land hochgehen lassen. Aber ich will's als Erste wissen. Okay. Super. Ich muss über einiges nachdenken. Ich lass dich mal allein. Ah, klar. Okay. Ja, Annie hat doch irgendwie auch ein Gewehr, oder? Außerdem kam die mir ein bisschen bekannt vor. Muss mal eben gucken, ob das nicht einer von der Diskette ist. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert, ich habe eine Diskette mit bösen Menschen drauf. Ist die doch, oder? Annie? Mom? Intercept ist eine international operierende Detektivagentur, die einzig zu dem Zweck geschaffen wurde, jene zur Strecke zu bringen, das haben wir schon mal gelesen, die sich ihrer gerechten Strafe entziehen wollen. Keine Akte wird geschlossen, ehe die Straftäter nicht tot oder lebendig gefasst worden sind. Belohnung 20.000, ausgestellt 97, also quasi gestern, weil es ist ja erst 99 im Spiel. Ihr Name ist unbekannt. Matron of Mayhem, Mom, aus Schottland. Von der Familie ist nichts bekannt. Wurde von Pflegeeltern, den Schafzüchtern Mr. und Mrs. McDonald aufgezogen. Treibt sich herum, seit die McDonalds 1979 nach London umgezogen sind. Ja. Weiß, vielleicht ist die erste McDonalds-Filiale 79 in London eröffnet worden. Seitdem gibt es da ständig Schafsburger. 2 Jahre Jugendstrafe, verantwortlich für eine Explosion einer Stinkbombe
in der Hose eines Clowns im Zirkus Makrone. Einstweilige Verfügung, darf das Hauptquartier von Scotland Yard nicht betreten. Okay. Wegen der Stinkbombe. Haftbefehle. Mord, versuchter Mord und tätlicher Angriff mit Körperverletzung. 120 Tote. 1500 Verletzte. Bei der letztjährigen Nikolausparade, als sie vor dem Rentiergespann des Nikolaus eine Senfgasgranate. Vor dem Nikolausgespann eine Senfgasgranate explodierte. Der als Nikolaus verkleidete ehemalige britische Polizeipräsident und Diplomat Jay Biggs kam bei diesem Anschlag ums Leben. Biografie. Benutzt gerne Sarin und andere Nervengase für ihre Attentate. Berüchtigt dafür mehrere Menschen umzubringen, die eigentlich nötige mehr Menschen umzubringen als eigentlich nötig. Informanten berichten, dass sie eine Schlagzeilenfetischistin ist und ihre Zeitungsberichte in ein Fotoalbum einklebt. Letzter bekannter Aufenthaltsort. Zeitungsstand in Aberdeen, wo sie eine Ausgabe der lokalen Zeitungen kaufte. Aller lokalen Zeitungen. Also diese Stinkbombe in der Hose des Clowns war, denke ich, wohl keine normale Stinkbombe, sondern auch irgendwas dämpfgasig, sariniges. Das andere sind alles Männer. Nur Annie nicht. Den haben wir ja schon. Elgin? Nee. Doch, Elgin. Der war der Barkeeper. Glaube ich. British. Okay, das ist Annie. Ich glaube, das ist Annie. Ich gucke nochmal in ihr Gesicht. Ja, das ist Annie. Das ist die Böse. Ja. Okay. Ich würde auch sagen, dass sie eine Waffe hält hier, ne? Juhu! Nichts drin? Nichts drin? Hm? Nichts drin? Alright. Um die muss ich mich gleich kümmern. Ich glaube nicht, dass das was wird hier, wenn ich einfach nur... direkt auf sie schieße. Oh! Erst bist du dran, dann deine Kumpels und dann deine ganze verdammte Familie. Man nennt mich nicht umsonst Mahem. Nicht gut gegangen. Und ich frage mich gerade, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich hab wieder vergessen zu speichern. Nee, hab ich nicht. Dieses Mal nicht. Genau, ich wollte auch gar nicht so auf sie schießen. Sondern natürlich mit Autofeuer. Alles klar. Noch ein bisschen mit ihr reden, weil sie so nett ist. Ich kann auch hinter sie gehen. Sieht sie nicht gleich, wenn ich auf sie ziele?
würde ich sagen. Und dann ich kann nicht. Ich kann nur so schießen. Könnte einen Blick wert sein. Oh, jetzt bist du dran. Ihre Waffe fallen lassen. Dann deine Kumpels. Und dann deine ganze verdammte Familie. Man nimmt mich nicht umsonst, Mahem. Ich hab sie jetzt ihre Waffe fallen lassen. Genau. Sie hat ihre Waffe fallen lassen. Deswegen hat er gesagt, könnte einen Blick wert sein. Als ich ihr in den Kopf geschossen habe. So, und jetzt ist natürlich in einer blöden Situation, würde ich sagen. Ich tue, was ich kann. In der Chris einen Blick wert sein. Chris das erledigen kann. Okay, ja, das war die Mahem. Nee. Alles klar. Da solltest du nicht hinstechen, sondern du sollst hier, da wo sie ist. Wo auch immer sie liegt. Was ist das? Okay. Gut. Jetzt liegt da auch ein fürchterlicher Kopf noch rum. Von Matron. Matrons Kopf. Kein Mensch wird Mom oder ihren Kopf vermissen. Nehmen Sie einfach mit. Nehmen Sie ihn einfach mit. Schön. Der ist wassersicher, der Kopf. Und der andere, der den, ich glaube, der hat ihn da bei sich. Hamus hat ihn bei sich. 4 Kilo wiegt so ein Kopf. Ach, und er hat auch noch ein Hörgerät. Hörgerät. Hörgerät ist gut. Bei sich. Oh, die ist gut. Die ist gut, die lohnt sich natürlich. Da freut sich dann jemand drüber. Über die Waffe von ihr. Sie hat fallen lassen. Das G3A3. Okay. Ja. Dann mache ich mal weiter die Räume auf. Nichts drin. Und guck, ob da auch weiterhin nichts drin ist. Nichts drin. Nichts drin. So wie wir das erwarten. Nichts drin. Da war was drin. Alright. Mad Dog kann ich ja auch losschicken. Der hat ja die gleiche Profession. Ja. Und Grizzly kann ich was eintreten lassen, falls es nicht aufgeht. Ja. Nichts drin. Ja. Nichts. Ihr seid hier nicht erwünscht. Warum? Ich muss Ihnen von einem Gefängnis in der geheimen Stadt namens Tixa erzählen. Keiner weiß genau, wo es ist, weil niemand mehr zurückkehrt. Wissen Sie eigentlich, dass südlich der Mine in Cambria eine Raketenbasis befindet? Falls Sie dorthin gehen, müssen Sie mit heftigem Widerstand rechnen. Verlasst diese Stadt schnell. Wir brauchen eure Hilfe nicht, okay? Der Runner wird uns alle für eure Dummheit büßen lassen. Okay. Die sind hier schon misstrauischer. Mhm. Ihr seid in dieser Stadt nicht willkommen. Wir wollen eure Hilfe nicht. Wegen euch werden sie uns alle töten. Macht's euch hier nicht zu gemütlich. Die arulkische Armee wird zurückkommen. Okay, also die Einwohner sind hier durchaus skeptischer. Nichts. Ja.
als in den bisherigen Orten. Ja. Verdammt. Ja. Ja, dann gehe ich jetzt mal wieder hier hin. Nichts drin. Nichts drin. Die haben eher Schiss vor der Döner. Hm? Murmeln. Nichts drin. Alright. Yep. Wo ist denn? Da ist er. Aber er hat kein Kit zum Öffnen. Aber Power. Anscheinend. Yep. Alright, on. Da freut sich natürlich der. Wen? Der nachtschlafende Einwohner auch, dass seine Tür eingetreten wird. Right on. Platinuhr und Wein. Nur das Beste soll es sein. Nicht schießen. Keiner kann euch hier leiden. Keiner kann euch hier leiden. Wir wollen hier, euch hier nicht, Armee. Lasst mich in Ruhe. Okay. Mein Name ist nicht Armee. Kommt man hier in den Raum? Ich sehe gar keine Tür. Da. Nichts drin? Okay. Ja. Nichts. Geld, ich Geld, hab's. Geld. Nur für Geld. Das Ganze. Hier. 200. Nichts. Nichts. Und jetzt natürlich Beiträge, die nichts mehr so dolle sind. Hm? Medipack. Wenn man recht viel Geld schon hat. Aber ich nehme alles. Nix. Verdammt. Ihr braucht so ein Schlüsselknacker-Set. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier noch eins übrig habe in dem Team. Ich hätte auf jeden Fall noch welche rumliegen. Mal den Wein zu gucken. Genau, er hat eins. Entschlosser-Set. Das kriegt... liegen bleiben. So. Der ist doch auch gut darin. Nein, 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 nicht Grizzly. Yeah. Sachen zu öffnen. Hey. Nichts. Genau, hatte ich doch erst gelesen, dass er da auch gut ist drin. Ingenieur. Wobei. Steht nicht, dass er Experte im Schlösserknacken ist, aber ich habe das, glaube ich, auf einer anderen Seite gelesen. Aber ich weiß, dass Trevor Experte im Schlösserknacken ist und habe gelesen, dass er es auch ist.
hinterher? Nix. Sollte der so ein Schlosser-Set bekommen? Ja. Nichts. 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 Was? Nix. Eine tolle Dose. Mir schon immer gewünscht. Nix. Ja. Gut. Nichts. Da ist auch noch ein Schrank. Nichts. Nichts. Und die Frau, die auch böse zu mir und sagt, sie will nicht, dass ich hier bin? Nichts. Oder freut die sich wenigstens? Nichts. Ihr seid in unserer Stadt nicht willkommen. Schade. Mögen uns hier nicht. Ja. Nix. Nix. Was? Vermutlich war Mayhem eine sehr engagierte Dorfbewohnerin. Nix. Und dadurch, dass ich sie getötet habe, nix. Habe ich den Leuten echt schlechte Laune gemacht. Ja. Yeah-ho. Nichts drin? Nichts drin? Nichts drin? Yeah-ho. Okay, habe ich dann alle Häuser? Ja. Dann nur noch die Frage. Irgendwo muss noch eine Tür sein. Hier. Nichts drin. Und zwar ein paar Sachen, ein paar Gegenstände kann ich nicht erreichen. Compound 18, das ist doch hier in dem... Hier in der Truhe. Dann nehmen wir das eben raus, würde ich sagen. So, ja. Jetzt können sich dann alle am Haus mit dem Dach versammeln. Ich hab's. Hast du alles? Tatsächlich. Lassen aber erstmal alles liegen. So. Machen das dann von oben. Ja. Bin bereit? Ja. Ja. Hier. Das fehlt noch. Chris hat sich ja gerade erst als Messermörder engagiert.
Ja. Okay. Wieder so, wie wir das gewohnt sind. Auf dem Dach. So. Mal das Rauschen ausgemacht. Ach, das Geld müssen wir ins Inventar legen. Kann das nicht aufgehoben werden? Ist es im anderen Team? Hier. 300. Macht insgesamt 500. Doch ein ganz netter Nebenverdienst. So, ich glaube, diesen Helm kann jetzt hier niemand mehr brauchen. Sind alle gut ausgestattet. Ein Nachtsichtgerät können schon noch einige brauchen. Haben wir hier irgendwelche Qualitätsunterschiede oder habe ich überall das Einser? Alle haben das Einser. Okay. Ja, MedDoc oder Hamus. Eigentlich ist Hamus ein besserer Schütze. Deswegen kriegt er das jetzt. Ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben einen Werkzeugkoffer. Eigentlich sogar. Achso, nee, das sind. Einen Werkzeugkoffer hatten wir nur. Ansonsten sind es ja die Werkzeugkoffer von Trevor und Dimitri. Bringen sie zurück und jetzt sind sie auch wieder ganz gut aufgefüllt. Dann haben wir eine Blackhawk-Kampftasche gefunden. Die Frage, verträgt sich die ganz gut an die Tasche für hier. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob in diese. Kann sein, dass dann eine Gasmaske reinpasst in diese Brieftasche. Gehen wir jetzt mal aus. Ne, passt nicht. Dann behältst du das so? Ist das nicht wirklich was? Ach, das ist auch so eine Brieftasche. Ja, ich habe leider niemanden, der die nehmen kann. Entweder es liegt am Rucksack. Tims Kampftasche mit Tims Rucksack passt halt gut zusammen. Ansonsten. Ja, der hat auch diese Kombi. Die meisten haben halt Aruk-Rucksäcke. Da passt es dann nicht, oder es liegt an dieser Tasche. Das sind diese ganzen 3D-Taschen. Ja, die haben keinen Rucksack dann dabei. Ich könnte natürlich jetzt hier beispielsweise bei Fox mal tauschen. Die braucht nicht so viele Taschenplätze. Und dann wäre die Frage, ob sie dann noch einen Rucksack tragen kann. Wobei. Interessanter wäre das vielleicht beim MedDoc dann doch. Bei den die Federn bei jemand anderem geben. Ach nee, ich muss ja die Gasmaske jemand anderem geben. Das geht natürlich nicht wirklich. Den Holster, die Holster habe ich noch nicht. Die
brauche ich noch. Dann würde das gehen. Dann könnte ich die Pistole ins Holster packen. Ja, schade drum. Okay. Dann kann ich das erstmal nicht verwerten. So viel Kram. Und auch einige Sanitaschen. Die mal zusammentun. Vielleicht kann ich auch hier noch welche auffüllen. Die sieht sehr voll aus. Kann ich auf jeden Fall auffüllen. Trägt denn Chris eine Sanitasche? Weil Fox sie nicht trägt. Ich sollte Fox sie tragen. Und Ira sollte eine haben. Aber die habe ich abgelegt, weil die so schwer sind. Ich erinnere mich. So, 4 Senfgasgranaten. Nice. Leider keine neuen Knicklichter für die, die ich verworfen habe. So, dann haben wir diese Gewehre. MAC-10 ist, glaube ich, uninteressant. Die Heckler und Koch ist nicht schlecht. Das G3A3 ist stark. Diese Insas ist auch gut. 3x MAC-10, also 2x MAC-10. Reichweite 12. Aber sie hat bessere. Diese Dinger sind doch besser. Vielleicht weiter 15, genau. Die haben auch nur 1 AP im Gegensatz zu den MAC-10s. Die haben 6 AP. Genauigkeit ist auch viel besser und Schaden. 1 besser. Ja. Dann kommen die gar nicht in Frage. So, ein Mündungsfeuerdämpfer. Da kann ich erstmal noch hier liegen lassen, weil ich brauche die vielleicht für das Gewehr dann, was ich noch übernehme. Oder die Gewehre. Fox ist auf jeden Fall nicht die richtige Kandidatin dafür. Ira ist jetzt schon, glaube ich, ganz zufrieden mit ihrem Gewehr, mit ihrer Ausstattung. Dimitri. Dimitri wäre das doch. Ah, der hat halt so wenig AP, ne? Das ist halt nice bei diesem. Der Waffe. Das sehr zuverlässige G3A3 ist ein Rückstoßlager und war bis 1997 das Standardgewehr der Bundeswehr. Ist das so, Thürerwall? Seitdem ist es das G36. Wäre das auch ein Upgrade? Problem ist natürlich wieder. Aber das wäre halt beides in einem. Er bräuchte dann diese SKS nicht mehr. Weil die übernimmt beide Funktionen und hat ein bisschen weniger AP. Höhere Reichweite, höhere Genauigkeit, mehr Schaden als die SKS und die AEK.
Und hat da, glaube ich, zudem noch ein automatisches Gewehr. Also. Ja, für Moose wäre das ein ziemliches Upgrade. Moose hat aber kein Gewichtsproblem, wenn er den Rucksack ablegt. Eigentlich. Von daher ist das jetzt nicht so. So schlimm bei ihm. Schön wäre das eigentlich für Ira. Eigentlich wäre das schön für Ira. Kann ja. Steht das da drauf? Nee, das ist nur für Ostblockwaffen, glaube ich, ne? Der. Steht irgendwas, ne? Kalaschnikow-Systeme, ja. Ja, also sie macht, also ihre AK ist echt richtig gut mit diesem Zielfernrohr. Indem sie das hat, hat sie einen sehr kleinen Radius, um zu treffen, und sie trifft halt auch richtig gut. Dann doch wieder bei Dimitri am Ende. Das stimmt gar nicht, bei Hamus sind wir gelandet gewesen. Ja, dann könnte ich halt das tauschen hier. Könnte ich das rausnehmen. Er hat ja schon Bolzen und Feder drin. Dieses Gewehr noch zu verbessern. Deswegen hat es so wenig AP-Kosten. Schätze ich. Aber rauskriege ich das dann nicht mehr. Trotzdem geht er damit leider nicht wirklich gut um. Was bei Mad Dog aus? Ach, der hat diese Insas. Vielleicht ist die ja auch nicht. In seinem Fall noch mal weniger AP-Kosten. Warum? Wegen der. Mein Gott. Eine andere? Also am Mündungsfeuerdämpfer kann es ja eigentlich nicht liegen. Komisch. Das ist irgendwie eine andere. Dell ist das gleiche, ich kann die sogar stacken. Aber die ist leichter. Nee, die Dinger nicht dran. Komisch, warum hat die dann weniger AP? Oh, ich weiß nicht, mit wem ich tauschen soll. Amus. Schade um Bolzen und Feder. Tja, naja. Dimitri, Hamus wollte ich doch öffnen.
will das nicht zumachen. Schleppt das Compound 18. So, und kriegt jetzt... G3. So, die brauche ich auch nicht. Sondern G3 Munition. Diese hier. Ja, die Hohlspitze. Die auch ein bisschen Quatsch. Wer hat denn noch Munition von dem Typ? Der Gruppe hat keiner mehr als nötig. Ja, dann kriegt er die erstmal. Ist dann halt so. So, das Medipack kann ich noch aufteilen. Weiß nicht, wer jetzt hier sowas verbraucht hat. Er hat noch gar keins. Kann auch noch eins brauchen. Das noch voll aus. Ich weiß, dass Fox was verbraucht hat, genau. Die hat ja gerade alle verarztet. Ira hat, glaube ich, auch ein bisschen was verbraucht. Und damit ist es weg. Dann haben wir es aufgeteilt. Das Verbandszeug. Und die Insas kann ich dann nicht brauchen. Ich kann Anbauten hier noch begeben. Müssen wir mal gucken, wer da noch was braucht. Ah, so dringend. Da. Ne. Beine ist auch überall dran. Passt das nicht, aber da passt das naja, auch nicht. Da passt da noch ein Zweibein dran. Wirklich nicht. Okay. Aber da passt auch keins ran. Kann ich damit nicht erweitern, da kann ich nur eine Kugel reinlegen. Sind schon alle gut versorgt. So wie es ausschaut. Jeder hat ein Zweibein. Ich kann nur den Mündungsfeuerdämpfer hier noch auf eine Pistole schrauben. Zweibein haben sie alle. Okay. So, kann ich noch Munition auffüllen, eventuell? Bisschen zumindest. Ja. Ja, sehr gut. Da passt noch was rein. Tauschen wir doch gleich mal. Wir können da passt richtig viel rein, aber das sollte erstmal reichen. So, hier bei Trevor noch auffüllen. Munition ist nicht gedroppt. Jetzt mit der anderen Waffe geschossen? Vielleicht.
würfeln. Dann ist nicht gedroppt. Er kann noch ein weiteres brauchen. Eine Waffe auffüllen. Ach, der hat noch so viel davon. Zack. Gut. Da haben wir die Magazine ganz gut aufgeteilt. Und jetzt wäre es eigentlich noch schön, wenn wir das Senfgas noch mitnehmen könnten. Ja, Zug. Er kann viel tragen. Er sollte andere Dinge haben. Von überladenen Leuten. Aber sie haben auch nichts anderes, die beiden Frauen. Nur einfach nicht so kräftig. Deswegen können sie das nicht tragen. Dann natürlich mit Dimitri tauschen. Dass Dimitri die andere Tasche nimmt. Das probiere ich mal aus, ob das geht. Das hier alles rausnehme. So. Und er die Pack. Dann da weniger reinpacken. So richtig überzeugt davon. Er braucht ja auf jeden Fall seine Technik. Er braucht eine Gasmaske. Ah, die kann er nach oben legen. Kann die Gasmaske da reinpacken. Er braucht Granaten. Ja. Die Kanistergranaten kann er nicht in seine Taschen machen. In die. Ein Medipack reicht, braucht keine zwei. Mache ich mit den Wurfmessern, die muss er eigentlich auch noch nehmen. Er ist ja unser Messerwerfer. Er ist der Messermann. Ich glaube, die Kugeln waren von ihm und nicht von Mad Dog. Braucht die nicht. Messerjockel. Auf jeden Fall. Generell, Kraft hat der 87 und Dimitri hat 87, 78, ne? Und der hat 74. Also so viel Unterschied ist es gar nicht. Das kann er alles in den Rucksack räumen. Munition kann er auch tragen. Karten ist halt so eine Sache. Die Messer braucht er nicht. Die Messer braucht der Messerjockel. Braucht Dimitri. Ah, die passen da rein. Dann kann er die da reinnehmen. Naja, zumindest so. Zumindest so ein bisschen. Bisschen besser. So, hat noch jemand eine runde Granate?
Granate gehen wir mal an. Auch so eine Granatentasche. Habt jetzt, glaube ich, erstmal offen die Position. So wie es aussieht. Aber die Senfgasgranaten würde ich schon gerne noch mitnehmen. Machen wir es so. Ah, Trevor ist schon so überladen. Beiden E. Dimitri auch. Dimitri ist jetzt überladen. Interessanterweise. War er vorher nicht, wenn er den Rucksack abgelegt hat. Schwierig, schwierig, schwierig. Naja, okay. So richtig zufrieden bin ich damit nicht. Aber das ist es. Das ist es. Und es ist schon spät. Für mich zumindest, da ich morgen arbeiten muss. Von daher würde ich das jetzt so belassen. Wobei, ich lasse noch Larry rüberkommen. Ich speichere mal an der Stelle, wo ich jetzt dieses ganze Zuordnen gemacht habe. Ich guck mal, wer ist Patient? Ein paar Doktoren haben wir. Mad Dog ist kein guter Doktor. Danke dir. Türerwahl. Für nochmal 42 Bits. Immer wieder sehr nett von dir. Dann mal die Biddies. Vielen Dank. Ah, du bist der Patient. Du bist der Patient, der Englische. Und Fox ja auch, aber ich glaube, die kümmert sich auch um sich selbst. Nein. Okay, Trevor reparieren der Gegenstände. Amus Training üben. Kraft. Chris Training üben. Führungsqualität. So, Larry soll rüberkommen und dann schaue ich mal, ob ich dem Larry noch was geben kann. Was jetzt hier so runtergefallen ist. Ich habe ja da schon was abgelegt, was er nicht brauchen kann. So, genau. Ich habe beunruhigende Nachrichten. Der Feind ist anwesend. Mist. Ist es ein Hinterhalt? Es ist kein Hinterhalt. Ja, okay. Aber das bedeutet, dass wir da kämpfen müssen. Mit Biff und Flo. Richtig? Nee, mit Flo und Gumpy. Gegen 8 Gegner. Ja, machen wir automatischen Kampf. Nur mal zum Spaß. Nein, ich gebe nicht auf. Krass. Einfach schrecklich. Flo, du warst so französisch. Du warst mein Mauerblümchen. Wenn ich nicht solche Angst vorm Sterben hätte, würde ich jetzt ein Gedicht für dich schreiben. Irgendwie habe ich Heimweh. Ja, es drückt auf die Moral, wenn da Leute sterben. Genau, war ja nur nur mal, um zu zeigen, was passiert. Ich drück nochmal, vielleicht kommen die jetzt gar nicht. Es sind noch feindliche Verbände zugegen.
Okay, dann würde ich sagen, dass wir dann an der Stelle beim nächsten Mal weitermachen. Und dann bin ich gespannt, wie sich das Team Flo und Gumpy schlägt. Mal wieder ein neues, schlechtes Team. Ja. Auf Night Ops sind die jetzt auch überhaupt nicht eingerichtet, die beiden. Aber gut. Wir werden sehen, was sie können. Und wahrscheinlich wird es mit viel Speichern dann wieder vonstatten gehen. Nee, ich beende an dem anderen Speicherpunkt, bevor ich den gegnerischen Trupp getroffen habe, weil vielleicht muss ich dahin dann nochmal zurück und weil es eben nicht geht mit Flo und Gumpy. Kann durchaus sein, weil die vielleicht zu schlecht sind. Tyrawal, Samson, Arak, Burst. Vielen Dank euch, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank nochmal an Tyrawal für die Bits und die Erweiterung des Abos. Ich gehe jetzt hier auf den Endscreen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal eine gute Nacht und ich wünsche euch einen schönen Urlaub, wenn ihr einen habt, oder eine schöne, entspannte Zeit. Eine schöne, entspannte Zeit, falls ihr arbeitet und weniger störende Kollegen habt. Stream Raid kann ich auch gut machen, nämlich mal wieder zu Soon. Der ist da und macht Musik. Von daher würde ich zu ihm raiden. Und ja, dann sage ich nochmal, schlaft gut. Und ich hoffe, ich komme am Wochenende nochmal dazu, dass wir in Cambria jetzt. In Cambria weitermachen können. In Australien. Nein, Arulco. Wie immer. Okay, Leute, dann gute Nacht euch und bis bald. Ciao.